Zwei israelische F-15-Kampfjets haben Syriens T-4-Flugplatz in der Provinz Homs angegriffen, sagte das russische Verteidigungsministerium am Montag. Die Jets feuerten 8 Lenkflugkörper ab, aber 5 von ihnen wurden abgeschossen, bevor sie den Flugplatz erreichten. Dort sollen noch iranische Einheiten stationiert gewesen sein. Für Israel ist Iran der regionale Erzfeind. Israel möchte Russland zwingen, dass es sich zwischen den beiden Staaten entscheidet. Wenn nicht, droht Israel mit weiteren Angriffen, die auch die Stabilität von Assad negativ beeinflussen. Russland aber braucht Iran, das 150.000 Schiiten-Miliz in Syrien unterhält, um am Boden effektiv zu bleiben. Doch Iran bleibt das größte Hindernis, um die russischen Gewinne in den letzten Jahren auch in haltbare diplomatische Erfolge umzuwandeln. Es wird vermutet, dass Israel Russland anbot, im Falle eines Abzugs des Irans aus Syrien Assad anzuerkennen. Fakt allerdings ist, dass Israel die Golanhöhen besetzt hält und syrische Rebellen in dem Raum unterstützt. Bisher halten die Hisbollah und andere pro-iranische Milizen die Assad-feindlichen Rebellen auf Distanz von Damaskus. Die bisher äußerst erfolgreiche Multivektorenpolitik Moskaus kommt in Syrien an seine Grenzen. Israel hat ein starkes Standing in Russland. Rund 20% der israelischen Bevölkerung kommt aus dem russischsprachigen Raum. Deshalb und wegen der Entstehung einer weiteren Front würde Russland nicht gegen Israel intervenieren, das außerdem seine Luftangriffe aus dem libanesischen Luftraum heraus startete. Anders als noch vor einem Jahr hätte Russland wahrscheinlich diesmal gegen einen unilateralen US-Angriff reagiert. Russland soll bereits seine Luftverteidigungsassets aktiviert haben. Wahrscheinlich auch deshalb gab es keinen US-Angriff, sondern einen israelischen. Um sich rauszuhalten, argumentiert Russland, dass es sich in diesem Fall um einen syrisch-israelischen Konflikt handeln würde. Russland wird letztlich schauen müssen, wie es seine militärischen Siege in langfristige und anerkannte diplomatische Erfolge umwandeln kann. Moskau wird die Armee und syrische Institutionen unter Assad stärken müssen, um den Faktor Iran mehr oder weniger obsolet zu machen. Auf diese Weise lassen sich russische Ziele mit Israel harmonisieren. Daher wird aber riskiert, dass Iran sich vor den Kopf gestoßen fühlen könnte. Deshalb wird Russland, solange es geht, einen Drahtseilakt mit Iran versuchen.